willkommen bei Carilux. Heute machen wir zusammen leider kein letztes Rezept, aber dafür machen wir etwas, was wir ganz, ganz gerne haben, und das ist Tiramisu. Dafür brauchen wir 2x das Weiße vom E, 50 Gramm Puderzucker, 250 Gramm Mascarpone, hier habe ich um die 20 Gramm Kakaopulver, um die 200 Gramm Löffelbiskuit, ein großes Tasse kalte Kaffee, 3x das Geld vom E und noch ein Schott Amaretto. Wir fangen nun an, indem wir den Puderzucker mit dem E Creme schlagen. Ganz, ganz wichtig, der muss noch bei Raumtemperatur sein. Wie ihr seht, also schön cremig. So, und nun machen wir Mascarpone dran. Und das darf auf keinen Fall mit dem Mixer geschehen. Weil sonst geht er Creme hier noch flüssig. Mascarpone darf nicht so viel geschafft gehen. Nächste Etappe. Wir schlagen die Steif. Zu guter Letzt, hier haben wir das Weiß und der Mascarpone eher Zuckercreme. Wir vermischen unseren kahlen Kaffee an einem Teller mit Amaretto. Und dann zappen wir uns Kichelchen. Ich zappen sie nie lang dran, weil ich schon nicht gerne, wenn sie so mega matschig sind. Nun machen wir ein Teilchen von der Creme auf Kichelchen. Dann machen wir ein paar Kichelchen drauf und dann können wir wieder wollen. Entweder zappen wir sie ein paar in den Kaffee oder machen sie dann einfach so drauf. Und dann schlussendlich ein paar Creme. Tiramisu ist bald fertig. Nun könnt ihr noch über die Milch in den Frigo. Und dann machen wir Kakaopulver drauf. Das ist ein Resultat. Und dabei natürlich wünsche ich euch einen guten Appetit.